Heute möchte ich euch zeigen, wie man ganz schnell sprudelige Bratepralinen herstellt. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist Speisenatron, Zitronensäure, Speisestärke, Shea-Butter oder Kokosfett, etwas ätherisches Öl und bei Belieben ein paar getrocknete Blüten. Als allererstes wiegen wir das Shea-Butter aus. Ich habe hier 35 Gramm Shea-Butter. Das Ganze schmelzen wir auf dem Wasserbad. Danach nehmen wir das Natron, in unserem Fall 50 Gramm, die Zitronensäure, das sind 25 Gramm, und die Speisestärke mit 20 Gramm und vermischen alle trockenen Zutaten gründlich. Sobald die Shea-Butter ganz geschmolzen ist, geben wir diese zu unserer Pulvermischung. Hierbei ist wichtig, dass kein Wasser mit der Pulvermischung in Berührung kommt. Sollte die Mischung zu fest sein, könnt ihr gerne noch etwas Shea-Butter unterrühren. Ebenso, wenn diese zu flüssig ist, gerne noch etwas Speisestärke hinzufügen. Anschließend geben wir noch einen Esslöffel getrocknete Blüten nach Wahl und ebenso 5 bis 7 Tropfen ätherisches Öl dazu. Noch einmal alles gut unterrühren. Anschließend können wir die Mischung in Förmchen einfüllen. Entweder in Silikonförmchen oder einfach in Muffinsförmchen. Bei beiden ist es wichtig, die Badepraline gut anzudrücken. Anschließend werden die Pralinen kühlgestellt. Wenn ihr die Badepralinen jetzt für einige Zeit kühlgestellt habt, könnt ihr sie danach vorsichtig auslösen. Aufpassen, dass sie beim Auslösen nicht zerbröseln. Oder in den Papierschüsseln direkt verschenken. Auch für Personen, die keine Badewanne haben, ist es ein tolles Geschenk. Sie eignen sich auch hervorragend für Fußbäder. Jetzt braucht ihr diese nochmal ansprechend verpacken und dann verschenken.